Wir sind hier am Stand von der Boya. Die haben unter anderem ein Mikrofon und da haben sie auch so eine Fischerroute. Also wenn ihr mal nichts habt mit Fotografieren oder so, könnt ihr euch auch so eine Fischerroute mal kaufen. Die kann man perfekt ausziehen, 2,5 Meter. Und dann kann man da einfach das Mikrofon irgendwie mal so ein bisschen aufheben und für den Toner relativ gut sein. Wir haben hier ein XLR-Kabel, das durchgeführt ist. Und da hat es natürlich dann noch mehr drin, da hat es noch einen Schutz drin und unten dran ist nachher ein Mikrofon. Das können wir uns nachher noch in einem anderen Video schnell zeigen. Also, jetzt haben wir hier den WS-100, das ist so der Windshield. Der besteht aus dem Halter, wo nachher ein Shotgun-Mikrofon reinkommt, das nachher über den XLR-Anschluss connected wird. Dann wird das quasi so reingefahren, fixiert. Und dann ist das Mikrofon eigentlich da drin. Dann hat es da vorne einen Schutz und hinten kommt dann das Kabel rein. Da stellen wir uns jetzt vor, es wäre ein Mikrofon drin. Und der kommt auch drauf und gut ist. Und dann haben wir noch den Deadcat, der drüber kommt, den wir vorher gesehen haben. Und dann kommt es hier auf irgendein Stativ oder auf einen Boomstick. Also von dem her, coole Geschichte. Sicher kein Windgeräusch. Mal einen kleinen Test mit dem Boya-Mikrofon, den wir jetzt gerade hier neu erworben haben. Mal schauen, wie das ist. Sieht ja relativ gut aus und hat auch einen guten Lieferumfang, sprich Kabel für das Smartphone und für die Kamera ist dabei. Also muss nicht zusätzlich nochmal ein Kabel kaufen.